Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy VII Rebirth. Meine Stimme klingt schon wieder minimalst angeschlagen, aber ich komme mit guten Neuigkeiten um die Ecke, denn ihr seht vielleicht, wo wir uns hier befinden, nämlich im Kampfsimulator. Ich bin kurz davor, die letzte noch ausstehende Chatley-Mission, Aufgabe, wie auch immer, abzuschließen und... Für mich ist jetzt relativ viel Zeit ins Land gestrichen zwischen der letzten Aufnahme und dieser hier. Ich bitte das zu bedenken, falls ich heute noch schlechter spiele, als ich eh schon spiele. Und ich bin ein bisschen durcheinander, weil ich beim letzten Mal noch so eine Vielzahl an Themen offen hatte. Hab mir jetzt aber die ein oder andere Notiz gemacht und hoffe mal, dass wir heute ein bisschen was abgefrühstückt kriegen und ich hier irgendwie... wieder reinkomme. Feintechnik, Heilwogen. Ich lerne durch euch auch eine Menge neue Sachen immer wieder übers Kampfsystem. Habe mir auch dazu die ein oder andere Notiz gemacht. Aber ich glaube, ich werde mich da heute noch nicht so reinstürzen, weil es noch, weil ich mich jetzt erstmal wieder ein bisschen reinfuchsen muss. Der Simulator fängt an. Ich glaube, ich werde die Komplexität dieses Kampfsystems nie so verinnerlichen, dass ich hier alles schaffe, was mir das Spiel vorsetzt, gerade was so schwere optionale Kämpfe zum späteren Zeitpunkt anbelangt. Aber wir gucken, wie weit wir kommen. Ich wollte euch nur wissen lassen, dass ich das auf dem Schirm habe. Und achso, ich kann ja weggehen, wie ich hier stehe und ihm so eigentlich gar nicht zuhöre, aber so tue, als ob. Okay, also ich habe ja eigentlich den letzten Part. Warte mal, wir haben gerade Heilwogen bekommen. Was war das? War das eine Materia? Jetzt habe ich gerade nicht so ganz aufgepasst, weil ich noch in meinem Zusammenfassungsmodus war. Wir gucken mal eben kurz. Zu provozieren habe ich auch einige Hinweise bekommen, weil ich mich ja immer gewundert habe, warum das nicht funktioniert. Da habe ich jetzt aber zwei Theorien in den Kommentarbereich dazu gefunden. Theorie 1 war der Gegner, nee, nicht der Gegner, sondern man selbst muss auf unter 25% fallen, damit das in Erscheinung tritt und der Effekt kommt. Und die andere war, dass man das aktiv auswählen muss während des Kampfes. Ich bin mir da jetzt noch nicht so ganz sicher, das werden wir aber zu gegebener Zeit sicher nochmal herausfinden. Ich muss nochmal ganz kurz zu Chatley zurück, sorry. Aber ich glaube, der ganze Part heute wird so chaotisch, weil ich habe mir bisher den Luxus immer gegönnt, sage ich mal. Ich konnte ihn mir gönnen. Es liegt nicht unbedingt nur in meinem Ermessen, dass Final Fantasy Rebirth ja täglich kam, über den ganzen Monat März hinweg. Und das wird jetzt aufhören, weil jetzt meine Abwesenheiten wieder ein bisschen... länger werden, teilweise auch am Wochenende, weil ich da dann privat unterwegs bin und dadurch werde ich jetzt eher Gefahr laufen, hier und da rauszukommen, also rauszukommen aus dem Spiel, meine ich, physisch auch im Real Life, das andere rauskommen greift auch, aber ich meinte eigentlich, das Rauskommen aus dem Spiel. Ja, jetzt stehen die Preise hier nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was ich gerade bekommen habe. Kannst du im Menü leider dir auch nicht anzeigen lassen, was das Neueste, das Letzte war, was du bekommen hast. Keine Ahnung, ich gucke mir das vielleicht in der Nachbearbeitung nochmal an, wenn ich es nicht vergesse. So, ich muss jetzt erstmal raus aus Chatley. Dieses Spiel ist echte Reizüberflutung, wenn du nicht am Stück hintereinander wegspielst. Und so waren halt meine letzten Aufnahmesessions und das wird jetzt auch wieder ein bisschen weniger. Also wer schon körperliche und psychische Schmerzen verspürt hat beim bisherigen Let's Play, den kann ich nur darauf hinweisen, dass es ab sofort nur noch schlimmer wird, denn weniger Aufnahmequantität heißt auch weniger im Spielfluss drin sein und naja, dadurch führt dann halt eins zum anderen. Aber wir wollen mal nicht so negativ sein. Ich muss mal Headset wieder ein bisschen lauter machen. Wo kann ich das Spiel jetzt hier starten? Ich wollte nämlich beim letzten Mal, das hatte ich in meiner Zusammenfassung auch erwähnt, dem Ganzen noch einen Versuch geben. Wir sind eigentlich schon ein Frosch, deswegen verstehe ich die Frage nicht ganz. Aber das ist natürlich im Kontext des Spieles gemeint. So, Zeitvorgabe war... 30, 55, 1 Minute 20. Ich habe beim letzten Mal keine 55 Sekunden durchgehalten.
Wir spielen jetzt einfach mal. Ich habe mir sogar notiert, dass ich mit Kreis springe, damit ich hier nicht wieder maximal irritiert bin, wenn es dann losgeht. Ob das timingmäßig so hinhaut, das wird sich dann noch zeigen, ne? Gegebenenfalls, je nachdem, wie meine Motivation ist, gucke ich dann, ob ich dann einen weiteren Versuch nochmal offscreen vielleicht starte. Müssen wir mal schauen. Gehen die Streben auch nach oben und nach unten? Ah, ne, der Boden, der ist irgendwann mal weggebrochen. Ach, und ich kann rennen. Das habe ich auch zu einem viel zu späten Zeitpunkt erst rausgefunden. Ich bin gar nicht so lahm, wie ich das eingangs noch dachte. Gucken wir mal. Ich will zumindest den fortgeschrittenen Kurs einmal bestehen. Ob das dann am Ende irgendwann auch mal für Profi reicht, das wird sich zeigen. Aber guck mal, über 30 Sekunden haben wir schon mal. Aber jetzt fängt auch der Boden an, eklig zu werden. Ist das eigentlich Können oder ist das eher Glück, weil man an der richtigen Stelle stehen muss? Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Aber es dauert nicht mehr lange. Ja. Ja. Ich male mir gerade... Nein! Die ganze Zeit schon aus wie Profi sein muss. Ich glaube, auf Profi habe ich keine Lust. Ich glaube, das ist was, dem ich mich dann offscreen widmen werde. Wir haben auf jeden Fall einen Froschring bekommen. Belohnung für Abschluss der Blablub. Knallfrosch spielen. Nö. Es reizt natürlich schon ein bisschen, das nochmal zu probieren. Hat er mich gerade Spielverderber genannt? Hallo? Nach über einer Woche Abstinenz komme ich zurück. Denk direkt an dieses Spiel hier zurück und widme mich dem nochmal und werde als Spielverderber beschimpft. Ey, das sind mir die Liebsten. So, okay. Dann habe ich mir noch notiert, Hund, also der Jute Scholle. Und ich wollte nochmal in die Graslande zurück. Aber das ist eigentlich was, was ich auch offscreen machen kann. Ich würde sagen, wir kümmern uns heute... Ach, da unten links steht es auch. Rendezvous mit Scholle. Wir kümmern uns mal erstmal um den Hund. Regionskarte anzeigen, genau. Ist das der schnellste Weg zum Ziel? Anglerschuppen? Ja, wir probieren es mal. Und dann immer schön den Marker hinterher. So. Wo ist er denn? Scholle, mein Süßer. Bauzi, dauzi, da. Muss ich den einmal anquatschen, damit der losläuft? Scholle folgen. Oh mein Gott, wir müssen wirklich einmal quer über... Dann zeig mal, wo es lang geht, Kleiner. Wir halten dir den Rücken frei. Sag das mal nicht so laut, ey. Ich habe gerade schon auf meine Pause und vielleicht auch Erinnerungsdefizite hingewiesen. Wie alt warst du, als du von zu Hause weg bist? 14. Nein, warte. Das war im Frühling. Also 13. Für Landeier kein ungewöhnliches Alter für einen Auszug, was? Und was hat deine Mutter gesagt? Dagegen war sie jedenfalls nicht. Die anderen sind ja auch alle in dem Alter weg. Ah. Was denn? Sie wollte mir damals 2000 Gil mitgeben, damit ich was hab, wovon ich leben kann. Mütter sind doch alle irgendwie gleich, oder? Hab's aber nicht angenommen. Schließlich bin ich direkt zur Soldat. Da brauchte ich das nicht. Jetzt kapiere ich endlich, warum du für jeden Job 2000 Gil haben willst. Ich glaube, mit Chocobo bin ich zu schnell. Hä? Jetzt läuft er nicht, weil der Gegner hier gerade kam in dem Moment, wo ich auf die Idee kam, mich mit dem Chocobo vorzubewegen. Alles klar. Jetzt verkriechen die sich auch noch hinterm Zaun. Ihr habt mir auch so viele Tipps gegeben bezüglich in die Luft hauen und gehen. Und da hieß es dann irgendwie ausweichen und dann angreifen. Aber irgendwie... Achso, nee, dann macht der Fernangriffe. So war das, ne? Ich habe das nämlich gerade aus dem Augenwinkel heraus gerade so ein bisschen gesehen. Okay. Also es bleibt dabei, dass ich mich hier sehr unintuitiv mit dem Kampfsystem auseinandersetzen werde. Wahrscheinlich bis zum Schluss. So, jetzt ist die Frage, hat er jetzt aufgehört hier mit Laufen? Oder hat er seine... Dings hier gestoppt, weil ich auf das Chocobo... Mann, lauf doch mal in die Richtung, wo ich dich hinschicke, bitte. So, läuft der jetzt auch weiter oder bleibt er stehen? Wo ist der denn? Ich bin heute irgendwie maximal verplant. Reden kann ich auch nicht. War vielleicht keine gute Idee, heute aufzunehmen. Aber eigentlich stimmen die Rahmenvoraussetzungen. Ich habe einen Kaffee neben mir. Ich bin ausgeschlafen. Ich habe auch Bock.
Mein Sprachzentrum ist vielleicht noch nicht so ganz wach, aber ansonsten... So, hier bin ich auf jeden Fall ungefähr genauso schnell wie der Tünchen. Warte mal, machst du Stopp? Wartest du auf mich, wenn ich hier gerade einen Schatz suchen muss? Ich hoffe, die Mission bricht jetzt nicht ab oder so. Aber wenn wir hier schon mal ein Fragezeichen haben, dann will ich das auch ganz gerne mitnehmen. Was gab's hier als Belohnung? Was? Ich habe einen Auslöscher bekommen. Das ist mal eine spektakuläre Ausgrabung. Normalerweise... Ach so, weil da vorne jetzt wieder ein Gegner ist oder was? Warte mal, wie kann ich nochmal absteigen? Einmal so. So, was haben wir hier? Donnerwurz. Keine Ahnung, ey. Ich bin schon wieder so angeschlagen, dass ich jetzt theoretisch mich schon wieder auf irgendeine Bank setzen könnte oder so. So, Impulshieb 1. Dann haben wir, was war nochmal, ihr Schockdings, Rückwärtssalto 2. Feuerstoß einmal rausballern und gerne mit Schockschuss hinterher. So. Das sieht doch ganz gut aus hier. Was ist denn das für eine ulkige Hintergrundmusik? Ich habe mich gerade ein bisschen an die Mogris hier erinnert. So, wo ist jetzt Hundi? Ich weiß, Hundi sieht man auch immer in der Minimap. Aber ich versuche immer... Ja, ich versuche nicht immer, aber oft... erstmal das auf dem eigentlichen Screen zu erkennen. Was denn? Gibt doch immer wieder Eltern, die einfach nicht loslassen können. Die ständig irgendwelche Gründe finden, um ihre Kinder weiter zu betüddeln. Gibt's bestimmt, ja. Ach, zuhauf gibt's die. Aber ich werde ganz anders. Darauf kannst du sowas von Gift nehmen. Ich respektiere nämlich Marlenes Wunsch nach Freiheit. Lach nicht, ich weiß, was du denkst. Du hältst mich für einen Helikopterpapa. Kann ich nicht leugnen. Vermutlich liegst du damit gar nicht mal falsch, aber ich habe mir geschworen, ihr niemals im Weg zu stehen. Sie soll frei sein. Dabei würde ich sie am liebsten für immer in Watte einpacken und wie ein Baby umsorgen. Meine liebe kleine Marlene. Ich finde das voll gut, dass die hier zwischenzeitlich immer so Dialoge einbauen. Das lässt sich auf jeden Fall die Strecke ein bisschen kürzer anfühlen, als sie wahrscheinlich letztendlich ist. Aber Barrett, warte mal ab, bis die Kleine ein bisschen größer wird, bis sie ihren ersten Freund mitbringt und bis sie das erste Mal sagt, dass sie, keine Ahnung, alleine in Urlaub will und so und bis ihr vielleicht irgendwann mal was zustößt. Man will ja nicht vom Schlimmsten ausgehen, aber so dieses Bild, dem Kind maximale Freiheit zu gewähren, manchmal sind Grenzen auch gar nicht so verkehrt. Kommt natürlich immer ein bisschen auf den Kontext an. So, warte mal, jetzt habe ich hier irgendwas mit Provozieren. Oh, ich habe auch Hinweise von euch bekommen dazu, wie das hier, also warum die manchmal an den Gegner ranspringen und manchmal nicht. Und das ist alles so, weiß ich nicht. Also, ich respektiere Leute, die das alles so verinnerlichen können und das motorisch auch alles berücksichtigen können im Kampfgetümmel. Musst du wahrscheinlich auch, wenn du das auf einem hohen Schwierigkeitsgrad durchspielen willst. Aber da bin ich meilenweit von entfernt. Ich werde das Ding einmal abschließen, so wie im Remake auch, und am Ende gucken, was man vielleicht noch komplettierungsseitig machen kann. Und dann war's das. Und wenn ich nochmal mit einem höheren Schwierigkeitsgrad anfangen würde oder einsteigen würde, dann würde ich wahrscheinlich eh mit einem Remake starten. Wobei ich da vor manchen Bossen ein bisschen Ehrfurcht, wenn nicht sogar Angst hätte. Ich finde nämlich, dass die Bosskämpfe im Remake zumindest bisher krasser waren als hier. Aber vielleicht täuscht das auch, weil ich doch den ein oder anderen Kniff mir jetzt einverleibt, verinnerlicht habe, wie auch immer. Ich weiß es nicht. Dieser Chatley-Kampf, der war übrigens eigentlich voll leicht. Ich habe die ganze Zeit diese ganzen schockbasierten Angriffe meiner Leute genutzt und ja, hat funktioniert. Ohne große Umschweife. So, wir haben hier wieder eisempfindliche Gegner. Einmal Schwertsturm bitte. Weiter zu Tifa, die gerade am Gegner dran ist. Gerne
Ich verwechsel immer den Rückwärtssalto mit dem Hackenstoß. Auch wenn die zwei unterschiedliche Effekte haben und auch unterschiedlich klingen, aber trotzdem. Na, Scholle, du nimmst uns ja hier auf einen interessanten Trip. Warte mal. Ach shit, ich wollte eigentlich gerade heilen, aber ich habe schon wieder vergessen, mit welcher Taste ich in das Menü komme. Eigentlich ist es ganz easy. Mit X einmal hier rein. So, ich würde nämlich ganz gerne Cloud ein bisschen Gesundheit zurückgeben und das soll fürs Erste reichen. Also es soll hier niemand bei unter der Hälfte landen. Ich freue mich vor allen Dingen so aufs Ziel. Da haben wir wieder ein bisschen Erkundungs-Action vor uns. Ich habe auch noch die Liste mit euren Fragen hier. Da bin ich ja zuletzt gar nicht mehr dazu gekommen, darauf einzugehen. Marlene. Was ist denn nun schon wieder? Papa ist... Papa ist... noch nicht bereit, dich loszulassen! Jetzt beruhig dich mal. Marlene ist doch noch ein kleines Kind. Bis die auszieht, dauert's noch Jahre. Ja, du hast recht. Ach, allein die Vorstellung. Aber stimmt, noch habe ich Zeit. Allerdings ist Zeit relativ. Ey! Ey! Beste Reaktion. Oh, ich finde das süß. Ich glaube, Barrett spricht stellvertretend für ganz, ganz viele Eltern. Vermutlich für fast alle da draußen. Okay, vielleicht hätte ich die Haltestelle doch nochmal zu meinen Gunsten nutzen sollen. Ich habe kurz überlegt, aber ich habe mich nicht getraut, weil ich dann Angst gehabt hätte, dass die Sidequest hier wieder resettet. Negative Zustandsveränderung, Versteinerung. Schön. Das ist genau der Start, den ich mir gewünscht habe. Erleidest du in diesem Zustand zu viel Schaden, wirst du zu Stein, kannst dich nicht mehr bewegen und bist in der Folge kampfunfähig. Vermeide daher Schaden oder heile die Zustandsveränderung mit Medika oder einem Allheilmittel. Okay, erstmal will ich aber eigentlich Analyse nehmen und Cloud ist gerade versteinert. Das ist erstmal nicht so geil. Aber ich habe hier! Die Heilwogen, die sind neu. Macht den Ausführenden eine Zeit lang bewegungsunfähig, heilt dafür aber die eigenen TP und die aller Gefährten im Wirkungsbereich. Voll gut. So. Bin mal so frei. Ich war jetzt mal so frei und habe beschlossen, dass ich den noch nicht kenne. Deswegen Analyse. Diese seltene Art Mistral-Wilvan erzeugt mit ihren riesigen Schwingen Sandstürme, um ihre Beute bis zur Bewegungslosigkeit zu schwächen, bevor sie angreift. Triffst du die Aura, die dieses Wesen umgibt, entstehen Tornados. Mit jedem Tornado wird die Aura schwächer, bis sie ganz verschwindet und der Gegner schockanfällig wird. Greifst du von hinten an, kannst du die Aura schwächen, ohne dass Tornados erzeugt werden. Okay, ich glaube, das ist explizit so der erste Gegner. Warte mal, was war seine Schwäche? Ach, Wind. Ich glaube, das ist so der erste Gegner, wo explizit darauf hingewiesen wird, dass man den von hinten angreifen sollte, um einen Vorteil daraus zu generieren. So, warte mal. Ich versuche jetzt mal ein bisschen. Seine Schockleiste geht ja gar nicht nach oben. Okay, warte mal, ich habe gerade die ganze Zeit Tifas Schockangriffe hier losgelassen und gebracht hat das nicht viel. So, warte mal, wir machen mal einmal extra Magazin. Und dann will ich gleich nochmal mit ihm probieren. Obwohl, nee, der hat, glaube ich, nichts, was Aero mitbringt. Das ist schade. Ist er gegen irgendwas immun? Nee, zumindest nicht gegen irgendwelche Elemente. Warte mal, ich habe gerade die ganze Zeit B angegriffen. Ich bleibe auch, denke ich mal, bei B. Ja, so, gucken, ob das jetzt hier alles hinhaut. Ich habe schon wieder das Gefühl, dass das hier schwierig werden könnte. So, Cloud muss einmal leider heilen, einfach um auch nochmal sicher zu gehen. Einmal bitte sich selber. So, tiefer. Boah, ich krieg das ja auch irgendwie schwer koordiniert, irgendwie hinter dir zu laufen. Aber warte mal, hier habe ich Aero. Kann es sein, dass der in seinen Schockanfälligkeitszustand gelangen muss, damit der überhaupt irgendwie seine Schockleiste aufgefüllt kriegt? Jetzt ist er schockanfällig. Wodurch auch immer das zustande kam, aber es ist schon mal ganz gut. So, ich muss tiefer unbedingt heilen. Jetzt ist er im Schock. Nice. So, ist er jetzt weg? Ja. Okay, jetzt habe ich nämlich wieder ein bisschen Puffer, um hier
tiefer zu heilen. Ich hoffe, die Heilung kommt auch rechtzeitig. Ich gehe mal lieber zu Barrett. Jawohl, sie ist hochgeheilt. Alles im grünen Bereich. So, vernichtender Kugelhagel. Wie kriege ich in der Situation, in der ich jetzt bin, so einen Gegner am schnellsten geschockt? Ich habe häufiger auch in den Kommentaren gelesen, dass maximale Wut gut ist. Das wusste ich aber vorher schon. Das habe ich ja, wenn die Gegner geschockt waren, immer ganz gerne in den Kämpfen auch eingesetzt. Aber hier bringt mir das gefühlt gerade nichts. Jetzt aber schockanfällig, das ist gut. Gerade. Warte, nee, schockanfällig heißt, dass ich jetzt, nee, diese ganzen Schockpotenzial-Großdinger hier rausballern kann. Jawollo. So muss das. So, dann kann Barrett nämlich nochmal maximale Wut rausballern und dann haben wir die auch. Sehr gut. Sind wir jetzt vorm Krähennest? Eigentlich? Ah, nee. Ich dachte, das wäre jetzt der letzte Kampf, bevor wir das betreten können. Ach, aber es fehlt nicht mehr viel, alles klar. Könnte vielleicht sogar der letzte gewesen sein, ich weiß es nicht. So, muss ich jetzt jemanden heilen? Nö. Sieht eigentlich relativ gesund aus, unser Zustand. Was ist das denn? Was sind das denn hier für Kugeln? Ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken, weil ich dachte, da liegt Emils Kopf. Also von mir, Emil. Oh Mann, ey. So, Scholle. Ich hoffe, du hast keinen Kratzer abbekommen. Wir sind quasi deine Bodyguards und haben einiges einstecken müssen, aber alles für einen guten Zweck. Wenn es darum geht, Hunden zu helfen, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Bei Menschen wägen wir ab, da machen wir es von der Belohnung abhängig. Scholle, was machst du denn hier? Dich kriegt aber auch gar nichts unter, was, Kleiner? Hä? Kenne ich euch? Deine Mutter hat uns geschickt. Wir sollten auf Scholle aufpassen. Sie schickt auch ein paar Gill für dich mit. Behaltet es. Ich komme auch alleine über die Runden und brauche nichts von ihr. Sind das Freunde von dir, Dylan? Claire! Was machst du denn hier draußen? Du sollst dich doch schonen! Tut mir leid, dass ihr umsonst hergekommen seid. Aber ich will das Geld nicht. Bringt Scholle wieder sicher nach Hause, ja? Den Dickkopf hast du doch garantiert von deiner Mutter. Jetzt stell dich mal nicht so an, Junge. Ja. Nimm du es halt. Aber das ist viel zu viel. Wenn ihr es nicht wollt, nehme ich es eben. Aber ihr erwartet ein Kind und wollt ihm bestimmt das beste Leben bieten, das möglich ist. Und dafür braucht man eben auch Geld. So ist das. Da ist was dran. Also gut. Dylan, hier bist du! Tobi! Sorry für die Verspätung. Ihr seid doch die von Avalanche, oder? Rhonda hat mir von euch erzählt. Avalanche? Die Gruppe, die die beiden Marco-Reaktoren in Midgar angegriffen hat? Genau die! Es ist mir eine Ehre, euch persönlich zu treffen. Bin ein großer Fan eurer Arbeit. Sag mal, wo ihr schon mal hier seid, kann ich euch vielleicht um einen Gefallen bitten? Ich meine, die Sache mit Dylan ist ja jetzt erledigt, oder? Genau, wir haben Zeit. Fantastisch, dann will ich euch gleich alles erklären. Folgt mir doch bitte. Hier lang. Seit wann haben wir denn Zeit, Barrett? Davon wüsste ich aber. Eigentlich warten noch einige Aufgaben in Unterjunon auf uns, aber okay, kann man mal so in den Raum stellen. Ich habe gerade ein Handbuch bekommen, ich weiß gar nicht mehr. Löst er die Punkte direkt ein? Oder musste man das im Menü auswählen? Warte mal, wo finde ich denn überhaupt Gegenstände? Hier unter Gegenstände am besten gucken. Ich geh davon aus, dass das automatisch eingelöst wird, weil ich habe diese Handbücher, glaube ich, sonst nur bei den Mogris immer mir eingekauft. Und naja, ich lasse das jetzt mal so. Müsste ich vielleicht auch nochmal offscreen gucken, aber ich werde die Hälfte von dem wieder vergessen, wenn der Part hier zu Ende ist, befürchte ich. Hi! Ob meine Mutter von Claire und dem Baby wusste? Sobald du geboren bist, gehen wir deine Oma besuchen, okay?
ob meine Mutter von Claire... Ich glaube schon. Ich glaube, Rhonda ist ganz gut vernetzwerkt und wird bestens Bescheid wissen. Ich bin so froh, euch kennengelernt zu haben. Unser Kleines hat uns zusammengebracht. Wir halten die Flagge des Widerstandes gegen Shinra hoch. Aber derzeit können wir nicht wirklich viel unternehmen. Für unser Kind würde ich jedenfalls alles tun. Also, wenn wir irgendwie helfen können, sagt einfach Bescheid. Ich bin so froh, euch kennengelernt zu haben. Okay. Unser jetzt erklärt sich aber auch, warum Barrett auf dem Weg hierhin so viel über Marlene gesprochen hat. Das passt ja irgendwie alles zusammen. Deswegen hat er sich ja auch nochmal zu Wort gemeldet. Ist ja auch der einzige Papa hier in der Runde. Oh mein Gott, neues Terrain. Als sie in den Nachrichten über euch berichtet haben, war ich ganz außer mir. Der Wahnsinn! Das erinnert ein bisschen an die Slums hier, so von der Grundstruktur. Ich folge dem mal erstmal. Hätte mir nie träumen lassen, dass ich Avalanche eines Tages mal bei einer Sache um Hilfe bitten könnte. Tja, Wunder gibt es immer wieder und heute ist es bei dir soweit. So. Wen gibt's hier? Können wir bestimmt auch wieder Karten spielen, oder? Ich weiß nur, dass wir hier einige Symbole im Laufe der Erkundungstour durch Junon freigeschaltet haben. Da ist schon mal was mit Karten. Hier sehe ich auch ein bisschen was zum Shoppen. Was ist das hier? Fragezeichen sind immer interessant. Hier haben wir, glaube ich, gerade zwei sogar davon. Schwarzes Brett. Ach, hier ist nochmal ein Kartenspieler. Okay. So. Es geht um den Leuchtturm an der Küste. Kennt ihr den? Da hat sich nämlich jemand eingenistet. Nennt sich die Alleskönnerin von Junon oder so. Kiri. Sag bloß, du kennst sie. Ja, leider. Was für ein Zufall! Nein, das kann man schon Schicksal nennen. Wisst ihr, dieser Leuchtturm hat uns bisher immer als eine Art Ausguck gedient. Wir würden ihn gerne wieder nutzen. Tummeln sich schließlich gerade so viele Ungeheuer hier. Könnt ihr diese Alleskönnerin nicht irgendwie dazu bewegen, das Feld zu räumen? Mehr über die Alleskönnerin erfahren, mehr über den Leuchtturm erfahren. Wir starten mal mit ihr. Soll wohl in Midgar und in den Graslanden ganz groß rausgekommen sein. Kommt mir aber verdächtig vor. Schon allein der Name Alleskönnerin. Wer nennt sich denn bitte so? Dabei hatte sie uns eigentlich in Anführungsstrichen versprochen, diesen Namen abzulegen. Das war ja Clouds große Bitte und auch Bedingung. Der Leuchtturm steht weiter hinten am Kap. Zu Republikzeiten hat er den Schiffen zur Navigation gedient, aber das ist ja schon ewig her. Ich sag's euch, da wimmelt's nur so von Ungeheuern. Wie will die denn an so einem Ort ordentliche Kundenakquise betreiben? Naja, da wo es gefährlich ist, da zieht das wahrscheinlich Abenteurer und Schatzsucher an. Und da werden sich auch immer wieder Leute tummeln. Wir nehmen den Auftrag natürlich an. Oh, vielen herzlichen Dank. Ich schaue euch dann mal aus sicherer Entfernung zu. Will keiner von euch mitkommen? Ich? Du kannst Ärger schon von Weitem riechen. Dann komm wohl wirklich nur ich in Frage. Ach ja, wenn ihr schon auf dem Weg seid, schaut doch mal beim Hügel vorbei. Mit etwas Glück könnt ihr vielleicht sogar einen Kondor sehen. Natürlich nur, falls ihr Interesse habt. Solange der mich nicht angreift, ist mein Interesse auf jeden Fall groß, ansonsten nicht. In meinen kühnsten Träumen hätte ich mir nicht vorgestellt, dass ich mal mit Avalanche befreundet sein würde. Der Leuchtturm steht weiter hinten am Kap, aber der Weg ist nicht ungefährlich. In meinen kühnsten Träumen. Wer sagt denn, dass wir befreundet sind? Was ist das denn für eine komische Definition von Freundschaft? Also ich hätte ihn jetzt nicht als Freund angesehen. Maximal als Bekannten, aber mehr auch nicht. So, wie war denn das nochmal mit Bänken? Wenn ich jetzt hier keine habe, dann kann ich mich jetzt... Also gut, ich könnte mich jetzt ja auch in ein Gasthaus hinflezen, aber ich glaube, mich auf eine Bank zu setzen. Ich will mich nur einmal kurz hochheilen. Mich auf eine Bank zu setzen, erscheint mir nämlich immer noch als der praktikabelste und günstigste Weg. Und wenn wir schon mal hier sind, können wir bei Barrett auch gleich mal schauen. Denn mindestens ein neues Upgrade sollte bei ihm drin sein. Führt im Team, aber das wäre ein Team mit
Partner mit Cloud und Red, ne? In der Konstellation bin ich eher selten unterwegs. Erhöht im Kampf empfangene TP-Heileffekte. Cloud und Barret schärfen gemeinsam ihre Konzentrationsfähigkeit. Führt im Team einen Streuschuss mit physischem Schaden aus. Da ist Aerith auf dem zweiten Bild. Oh, das ist alles so klein. Ich habe meine Brille nicht auf. Ich glaube, ich nehme einmal das hier. Weil Cloud ja sowieso immer Teil des Teams ist. Ich weiß gar nicht, kann man den auswechseln? Habe ich mich da schon mal gefragt? Habe ich es vielleicht sogar schon mal probiert, ihn auszuwechseln? Ich weiß es nicht mehr. Ich wollte eigentlich auch irgendwann mal den Sattel und alles anpassen bei unserer süßen kleinen Belle. Aber auch das kommt noch. Die Liste wird immer länger an Dingen und irgendwann, wenn es keiner mehr auf dem Schirm hat, komme ich um die Ecke und präsentiere euch komplett neues Chocobo-Equipment. Also zumindest farblich angepasst. So, dann lass uns mal gucken, was wir hier Schönes finden. Das hier war vorhin schon so ein bisschen auffällig. Kann man zumindest Zeug einsammeln. Ach, und eine Kiste gibt es ja auch, fast übersehen. Aber am Ende des Tages Magitech-reif. Am Ende des Tages strahlt einen das dann doch ein bisschen auffälliger an. Das haben wir, glaube ich, definitiv noch nicht. Einmal kurz gucken, was es damit auf sich hat. Ein Armschutz der Klasse 4, der einst einem Magitech-Marodeur gehörte, der Rache für seine Niederlage schwor. Das ist für die Defensive vor allen Dingen im magischen Bereich hilfreich. Und hat einen Slot mehr als der Elfer Dunkreif, den Cloud zumindest gerade trägt. Okay. Boah, kann man drüber nachdenken. Wie komme ich zu den anderen rüber? Ach, die haben alle dieses Elferdunk-Teil angelegt. Okay, warte mal. Wer hat den größten Vorsprung mit der physischen Abwehr? Das ist 59 zu 40, 53 zu 41. Das ist schon er. Ich will nur mal gucken, wie das aussehen würde. Er hätte dann eine leicht bessere magische Abwehr als eine physische. Er wäre bei physisch dann 51, was mir schon sehr niedrig erscheint. Er wäre dann physisch derjenige, der am schlechtesten geschützt ist. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich da noch nicht so die Muße. Hier bei den Materia sehe ich auch gerade, lass mich mal ganz kurz gucken, wenn wir gerade schon dabei sind. Diese blauen Dinger waren ja immer die Verknüpfungsmateria, ne? Von verbundenen Materia. Genau, hier wird überall von verbundenen gesprochen. MP-Einsparung. Ah, das müsste ich offscreen vielleicht nochmal anpassen. Ich werde jetzt diesen Reif erstmal noch nicht anlegen, weil mir die Reduzierung der physischen Verteidigung noch ein bisschen zu heikel ist. Aber sobald der nächste magische Boss oder die nächste magische Gegnertruppe auftaucht, kann man ja nochmal drüber nachdenken. So, wenn ich mich jetzt an meine Linksablaufregel halte, dann werde ich jetzt als nächstes gleich einen Kartenspieler vorfinden. Und darauf habe ich auch ein bisschen Bock, auch wenn ich befürchte, dass ich vielleicht nicht mehr so ganz up-to-date bin. Und warm gespielt und alles und überhaupt kommt man dann nach unten hin. Müsste man eigentlich. Ja, da stehen auch Leute und da habe ich, glaube ich, auch unten gerade ein Symbol erkannt. Ich will nur einmal kurz gucken, ob wir hier nicht wieder so ein bisschen versteckt vielleicht auch irgendwo noch Kisten vorfinden. Warte mal, habe ich hier gerade irgendwas gesehen? Ach nee, hier sind nur Leute. Was macht ihr? Baut ihr irgendwas an? Nee, die chillen einfach nur auf einem Stein. Ist aber auch ein schönes Fleckchen hier. Also hier würde ich mich auch wohlfühlen. Ich weiß nicht, ob ich mich dafür dann extra dem Widerstand anschließen würde. Aber okay, der Chatley, wie einfach man den jetzt hier von der Klippe stoßen könnte, ne? Also, ich will, das sind natürlich alles nur rein hypothetische Gedanken, ne? Aber wer den nicht mag, also der ist schon sehr selbstbewusst da, so den ganzen Tag zu chillen. Aber vielleicht ist er hier auch beliebt und hat keine Hater. Vielleicht bin ich einfach nur paranoid. Aber wir lassen ihn da mal stehen. Hat er wenigstens eine schöne Aussicht. So, muss ich hier nochmal mit ihm sprechen? Bringt das was, Chatley an einem neuen Ort nochmal anzuquatschen? Vielleicht sagt er uns irgendwas über
die örtlichen Gegebenheiten. Ey, wie du hier echt durch jede Ritze laufen kannst, ne? Alles so komplett barrierefrei. Ja, wie halt ein waschechtes Open-World-Spiel. Achso, nee, ich dachte, der fängt jetzt hier nochmal an, drauf loszuerzählen. Wie viele Punkte habe ich? 80. Da habe ich beim letzten Mal schon überlegt, ob das überhaupt Sinn ergeben würde, dafür nochmal was auszugeben. Ey, ich wollte eigentlich mit dem einen, der da saß, Karten spielen und jetzt bin ich hier schon wieder viel zu weit vorne. Aber der Rand ist hier halt auch so ein richtiger Rand. Also den kann man hier so toll ablaufen. Oha, was eine Aussicht. Also wer hier kein Foto schießt, weiß ich nicht, der hat die Chance seines Lebens verpasst. Wir haben hier für Rico, hieß der, glaube ich, für den Fotografen, aber auch noch eine Mission irgendwo über. Springt der hier runter, der Cloud? Nee, aber wir werden vermutlich über einen kleinen Umweg da nach unten gelangen. Wow, ey. Wo zur Hölle bin ich hier schon wieder? Sollte man so Gebiete absuchen? Ich werde auf jeden Fall vielleicht Ecken finden, die andere von euch nie gefunden haben. Ich weiß es nicht. Ah, Kiste. Hi. Gerne nochmal neue Accessoires, Turmalin. Ich habe zwar diesen Magitech-Reif nicht angelegt, aber ich freue mich immer über neues Equipment. Und aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wer weiß, ob ich davon nicht noch irgendwann mal einen Nutzen haben werde. Aber schönes Fleckchen hier. Das ist auch alles... Hä? Achso, nee, ich dachte, ich wäre jetzt wieder am Eingang, aber... Wo führt das denn jetzt hier hin? Das sieht doch alles ein bisschen suspicious aus hier. Eigentlich ist das auch ein guter Punkt, warte mal, um jetzt hier mit der Umrundung so einen kleinen Break zu machen. Weil die Südspitze, die wird uns vermutlich, also nicht nur vermutlich, die führt uns doch zum... Nee, das Questziel ist hier. Nee, das Questziel ist weiter unten. Warum sehe ich das Questziel nicht? Weil ich einmal rauszoomen muss? Ach, guck mal, wie weitläufig das hier noch ist. Ich dachte gerade für einen kurzen Moment, ich hätte hier den ganzen Abschnitt schon abgesucht, aber da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Hä, aber in der Minimap, guck mal, da steht 688 Meter entfernt. Dann gehe ich hier rein, sehe nichts. Dann gehe ich hier rein, gehe ganz... Ach, ich muss noch weiter nach unten, alles klar. Ich war nicht weit unten genug, war schon richtig. Ich habe noch nicht mal meinen ersten halben Kaffee heute getrunken. Vielleicht ist es auch ein bisschen zu früh, ich weiß es nicht. Wobei, ich hab eine ganz andere Theorie. Ach, da ist die nächste Spielerin. Moment, mit ihr sprechen wir erstmal noch nicht. Noch eine andere Theorie. Ich habe ja kürzlich angefangen, Kudelka aufzunehmen. Und die letzten zwei Aufnahmesessions waren halt Kudelka auch gewidmet. Und das ist halt ein deutlich simplifizierteres Spiel als das hier. Vielleicht erschlagen mich auch gerade so ein bisschen wieder die Eindrücke nach längerer Abstinenz. Zumal ich mit Fire Emblem Fates, was ich ja gerade privat zocke, auch ein relativ überschaubares Spiel habe, was so Tempo und Komplexität und sowas alles angeht. Ich glaube, ich bin einfach nur von der schieren Motorik, die mir hier abverlangt wird, und dem Tempo ein bisschen erschlagen. Weil beide anderen genannten Spiele sind ja doch eher langsam und gediegen. Und daran habe ich mich jetzt so die letzten anderthalb Wochen sehr gewöhnt. Denn ich habe sehr viel gezockt. Es ist nicht so, dass ich abstinent gewesen bin. Aber so ein Fire Emblem eignet sich natürlich, weil ich das auch super von unterwegs spielen kann. Weil ich das ja auf dem 3DS zocke, logischerweise. Gibt es, glaube ich, auch nur für ein 3DS. Und ja, Kudelka hat mich das ganze letzte Wochenende beschäftigt. Insofern bin ich da anderes Tempo, anderen Detailgrad und anderen motorischen Anspruch gewöhnt, sage ich mal. So, also hier bin ich mir schon wieder gar nicht sicher, ob ich alles erwische, was man hier finden kann. Vermutlich eher nicht. Ich weiß auch nicht, ob es gut ist, jetzt hier weiterzulaufen, aber... Das ist doch nicht der Hauptweg. Der Hauptweg ist doch unten, richtig? Das heißt, hier könnte ich eventuell... Boah, wie weitläufig das ist. Da rechts kommst du ja auch noch weiter. Warte. Ich hoffe, dass man, wenn man jetzt hier geradeaus geht, nie einen Weg nach unten finden wird. Ah, da unten ist eine Haltestelle. Moment, das ist eigentlich ganz praktisch.
Weil dann könnte ich mich da schon mal nicht hinfläzen, aber dann könnte ich mir so einen Teleportationspunkt damit schaffen. Da müsste ich aber halt auch runterspringen und das will ich eigentlich nicht. Das ist hier schon wieder alles so complicated. Ich könnte jetzt auch mit den Fragen weitermachen, aber ich gehe halt gleich wieder zurück zum Kartenspielen. Deswegen ist das jetzt kein guter Zeitpunkt. So, wir gucken mal trotzdem, was wir jetzt hier, wenn wir wieder zurückgehen, auf der Seite noch finden. Oh, wird sich der Nebel hier gar nicht lichten? Wird da immer noch so ein komischer Nebelstreifen überbleiben? Das ist ein bisschen unbefriedigend. Aber das kennen wir auch von anderen Regionen in den Graslanden. Das hattet ihr mir auch in den Kommentaren bestätigt. Da gibt es auch Ecken, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht betretbar sind. Insofern ist das ein Zustand, an den werde ich mich gewöhnen müssen. Ist da hinten eine Kiste? Nee. Ich habe gerade Blumen für eine Kiste gehalten, weil das aussah wie diese Leuchtelemente, die du an Kisten eigentlich dran hast. Zumindest an den gelben. So, Eisenerz haben wir in Hülle und Fülle. Ich müsste bald mal wieder eine Verkaufssession starten oder alles in Synthese verballern. Ich habe irgendwann, hatte ich mal vor Urzeiten, ein Item gefunden, wo man das gängige Material ganz gut verwursten konnte, was man hier so findet in der Region. Aber ich weiß nicht mehr, was das war. Okay, ist vielleicht auch ein Thema, was man eher offscreen angehen sollte. So, wo komme ich denn hier hin? Ah, hier werde ich vielleicht gleich die Möglichkeit haben, diese restlichen Nebelränder aufzudecken. Weil das führt mich nämlich genau in die gleiche Richtung, wo ich gerade schon die Wand so ein bisschen entlang geschlichen bin. Wo auch immer das hinführt. Vor allen Dingen ist hier auf diesem Steg auch gar kein Symbol am Ende angezeigt. Was könnte das bedeuten? Sieht aber trotzdem extrem auffällig aus. Ich bin fasziniert und neugierig. Lebt hier jemand? Kondorhügel. Okay, haben wir gleich das nächste Fort Condor-Spiel, aber auch das wäre doch eigentlich eingezeichnet, oder? Oder waren die das in der Vergangenheit nicht? Ich hätte jetzt gesagt, dass hier vielleicht irgendein Fischer oder so lebt. Wobei, warum so hoch in den Bergen? Da würde ich mir doch eher eine der zerstörten Hütten da unten wieder aufbauen in Wassernähe. Oha. Hier ist eine neue Sidequest, die startet. Boah, wenn ich die Zelte sehe, kriege ich schon wieder richtig Bock auf Festival. Aber dauert ja Gott sei Dank nicht mehr so lange, bis die Saison wieder losgeht. Wow, wunderschöner Aussichtspunkt, den wir bisher hier gesehen haben. Beautiful. Hier kann ich verstehen, dass sich Leute ihre Zelte aufschlagen und ihr Leben chillen. Hier könnte ich auch gut runterkommen. Keine Menschen, kein Stress, keine Lautstärke, alles so, wie es sein soll. Hello. Nanu, neue Gesichter. Heute weht aber auch ein besonders guter Wind. Oh ja, stimmt. Was gibt es denn hier zu sehen? Wir beobachten einen riesigen Kondor. Das tun wir regelmäßig, denn nur so können wir sicher gehen, dass dieses Kondorweibchen gesund und kräftig ist. Sie ist wirklich ein Prachtexemplar, aber leider unausstehlich, wenn sie Hunger hat. Müssen aufpassen, dass sie keine Menschen anfällt. Immer auf Nummer Kondor gehen. Hast doch sicher schon mal von unserem Magazin gehört, nehme ich an. Colin, ich denke, heute wird sie sich nicht mehr zeigen. Wir sollten zurück. Nein, ich möchte noch etwas bleiben. Wir haben sie schon so lange nicht mehr gesichtet. Langsam mache ich mir Sorgen. Vielleicht hätten wir ihr wirklich etwas Futter besorgen sollen. Tja, einen Aushang am schwarzen Brett habe ich ja schon gemacht. Gibt es vielleicht etwas, das wir tun könnten? Wir würden gern helfen. Oh, das Angebot kann ich unmöglich ablehnen. Nach dem Kondor fragen. Ein prächtiger und wunderschöner Vogel lebt auf einer Insel, nicht weit von hier. Ob ihr es glaubt oder nicht, dieses Tier hat mir in jungen Jahren mal das Leben gerettet.
Daher würde ich mich durch meine Beobachtung gern revanchieren. Die Leute sollen ein besseres Verständnis für Kondore bekommen. Aha, das Leben gerettet also. Deswegen sitzt er vielleicht im Rollstuhl, weil das Ganze einem Unfall vorausging. Oder ein Unfall dem Ganzen vorausging, so rum, nach dem Kondorfutter fragen. Unsere Kondordame ist ein sehr stolzer Vogel. Jagt lieber selbst, als das Futter zu fressen, das Menschen ihr hinstellen. Aber wenn ihr der Geruch zusagt, kommt sie vielleicht wenigstens näher, um sich die Beute einmal anzuschauen. Mhm. Und hier beantwortet er vielleicht gleich meine Frage. Fragen, was mit gerettet gemeint ist. Damals im Krieg musste ich vor Shinra-Truppen tief in den Wald flüchten und bin dabei sehr unglücklich gestürzt. Dachte schon, es sei um mich geschehen, doch plötzlich hat mich ein Kondor geschnappt und zum nächsten Dorf getragen. Hat in mir vermutlich bloß ein schnelles Abendessen gesehen. Nach diesem Sturz konnte ich meine Beine nie wieder bewegen. Doch wenn ich meinen Kondor am Himmel fliegen sehe, fühle ich mich immer gleich ein Stückchen freier, als hätte auch ich Flügel. Aber ist das nicht gefährlich? Also das ist ja ein Kondor, der auch für Menschen gefährlich werden könnte. Und uns wird der ja safe angreifen. Bin gespannt, wie der aussehen wird. Den Auftrag annehmen. Danke, das ist großartig. Seht ihr den Wald? Dort ist das Jagdrevier unseres Kondors. Um dorthin zu gelangen, ist ein Chocobo vonnöten, der auch die Berge hochkommt. Es ist das Jagdgebiet, wo ich, bevor ich den Chocobo hatte, schon mal gewesen bin. Wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe. Ja, das ist genau das Gebiet hier. Ich erinnere mich, okay. Aber komisch, dass der Dart chillt, wenn der eigentlich auf einer Insel lebt. Aber vielleicht ist das auch hier irgendwie eine Insel. Ich habe keine Ahnung. So, aber schön, deine Bekanntschaft gemacht zu haben. Sehr vitaler, alter Herr. Solange ich weiß, dass es ihr gut geht, braucht sie sich ja auch nicht ständig blicken lassen. Sucht ihr was Schmackhaftes zu essen, ja? Solange ich weiß, dass es ihr gut geht. Sieht man uns das an, dass wir auf der Suche nach Essbarem sind? Oder werden wir hier gerade mit einem Kondor verwechselt? Ich weiß es nicht. Aber auf den Kondor sind wir ja auch in vorigen Gesprächen schon hingewiesen worden. Eigentlich hätte man sich zusammenreimen können, dass hier oben jemand drauf wartet, mit uns darüber zu sprechen. So, aber dann war der Aufstieg hier wenigstens nicht umsonst. Denn wir haben eine Mission, die eigentlich auch relativ klar ist. Die Frage ist, wollen wir dann gleich zum Kondor hin? Ich meine, ich bin jetzt hochgeheilt. Ich könnte es eigentlich drauf ankommen lassen. Ich porte mich mal hin und gucke, was der so kann. Vielleicht kommt jetzt auch nur eine schöne Animation, wo wir den streicheln oder füttern. Und dann gibt es eine nette Cutscene und die Mission ist erfüllt. Aber schau mal, dort! Ich rechne mal mit dem Schlimmsten. Oh nein! Okay, das Schlimmste ist tatsächlich eingetreten. Jetzt dürfen wir hier wieder rumschleichen. Boah, nee, ey. Ich dachte, das wäre jetzt Chocobo-exklusiv, aber na gut, dann nähern wir uns mal einer Kuh an. Tue ich das von der richtigen Seite? Nein, jetzt ist sie abgehauen. Oh. Warum? Das frisst ein Kondor also. Vielleicht können wir die Fährte aufnehmen. Ja, auf der Suche nach Futter. Dafür brauchen wir dann... Genau, ich habe ihn gerade schon gerufen, da ist er auch. So, wie ging das nochmal? Einmal die richtige Richtung finden. Jawollo. Muss ich da jetzt reinpieksen oder nur der Linie folgen? Wie war das nochmal? Okay, ich glaube, das heißt Linie folgen. Dann machen wir das doch. Und werden jetzt vermutlich... Also ich würde mal drauf tippen, dass wir uns jetzt irgendwie in Richtung Küstennähe hinbegeben. Wobei dieser Laufweg da eher wenig hinführt. Warum sollte ein Kondor, der wahrscheinlich auch eine gewisse Größe mitbringt und ein bisschen Platz braucht, um seine Flügel auszubreiten, sich hier in einem bewaldeten Gebiet niederlassen? Wahrscheinlich, um sich Futter in Form dieser Kühe zu holen. Achso, das ist ja auch noch Standardkämpfe dazwischen. Ich wollte eigentlich nur hin, um den ollen Kondor zu finden. Und jetzt habe ich hier wahrscheinlich schon wieder die nächste Büchse der Pandora aufgemacht. So, Schwertsturm. So, können wir dem jetzt bitte ein bisschen folgen, ohne das Standardgegner stressen? Oh Gott.
Die arme Kuh. Ich wette, der Kondor will nur die Milch und nicht das Fleisch. Sollen wir einen Chocobo drauf ansetzen? Hier könnte der Geruchssinn eines Chocobos weiterhelfen. So, und jetzt geht's. Jetzt geht's bestimmt an irgendeine Bergspitze, oder? Der sah nämlich so aus, als wäre der an einen höher gelegenen Punkt davon geflattert. Keine Ahnung, ob ich hier schon mal gewesen bin, aber muss ich ja eigentlich. Ich hatte diese Ecke ja hier, glaube ich, auch noch ohne Chocobo erkundet. Genau, das war die erste. Das war, glaube ich, die allererste Chocobo-Wand. Und ich weiß, wo wir jetzt hinkommen. Doch, doch. Ich bin hier schon mal ganz nach oben emporgestiegen und habe mich gefragt, was das soll. Weil es gab dann da irgendwie nichts. Und ja, hier habe ich jetzt meine Antwort. Okay. Ah, hätte ich doch noch mal eine Runde Karten gespielt. Das wäre, glaube ich, besser gewesen. Weil das hier jetzt doch noch umfangreicher ist, als ich ursprünglich angenommen hätte. Und ich befürchte, dass wir in der nächsten Folge dann mit einem Kondorkampf starten. Es sei denn, der ist jetzt gleich hier bei uns. Man hört ihn zumindest schon. Da drin. Da drin? Na dann rein. Wir kämpfen drin dagegen? Nee. Der wird schon irgendwo draußen sein. Alles andere würde irgendwie nicht passen, finde ich. Wo zur Hölle muss ich hin? Hallo? Es gibt nur den einen Weg, glaube ich, oder? Ich kann hier auf jeden Fall gerade Bell nicht rufen. Ach, da ist er. Gerade gar nicht gesehen. Mystischer Drache. Mystischer Drache, das hat vorhin schon nicht ausgesehen wie ein Kondor. Aber interessant, dass er trotzdem als solcher bezeichnet wird. So, warte mal. Analyse. Yes, please. Dieser flugfähige Minenbewohner mutierte nach dem Verzehr von Beutetieren, die dem Einfluss des Unterwasserreaktors ausgesetzt waren und hat begonnen, bei lebendigem Leibe zu verwesen. Nachdem ihm eine gewisse Menge Schaden zugefügt wurde, wird er schockanfällig, bleibt in diesem Zustand allerdings in der Luft. Okay, und der mag Ero nicht so gerne. Das heißt, hier könnte ich eigentlich, wenn der wieder emporschwebt... Ach nee, wie ging das nochmal? Ausweichen und angreifen. Ja, ausweichen, angreifen. Ausweichen, angreifen. Ich muss mir das angewöhnen, dass er darüber dann seine, sag schon, fernangriffliche rausballert. So, tiefer kann mit Aero-Impuls hoffentlich ein bisschen was bewegen. Du machst einmal Feuerstoß und gehst mit Schockschuss hinterher. Klaus hat seinen Balken wieder voll und kann einmal mit Impulshieb wieder rumstressen. Also den Gegner rumstressen, nicht uns. Uns soll er idealerweise ja helfen. So, hier nehme ich nochmal den Aero-Impuls. Da ging es, glaube ich, komplett ins Nichts, weil sie zu weit vom Gegner wegstand. Eieiei. Okay. Machen wir einfach immer munter die Runde. Seine Schockleiste füllt sich ja. Nach und nach. So, und hier. Ausweichen, angreifen. Ausweichen, angreifen. Ey, das ist aber echt eine Hilfe. So langsam gewöhne ich mich da auch ein bisschen dran. Das ist jetzt halt nicht der allerkrasseste Damage, der daraus resultiert. Ach, jetzt ist der im Schock perfekt. So, warte mal, jetzt können wir hier irgendwie krasse Dinger machen. Zum Beispiel Entfesselung. Sprengfaust. Oh, der hält aber einiges aus. Warte mal. Rückwärtssalto. Hier Hackentritt. Jawollo, gerne nochmal Entfesselung hinterher und weiter geht's. Barrett hat maximale Wut im Angebot. Cloud kann einmal noch den Mutangriff rausballern. Oh shit, der hat leider immer noch zu viel Energie. Ich wollte den jetzt so unbedingt in seiner Schockphase down kriegen. Verbrauch von MP ausgesetzt. Nee, einmal Spiralsprung bitte. Jawohl, das bringt ihn wenigstens so richtig schön zu Boden. Genau so stelle ich mir das vor. So, und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Bisschen hier, bisschen da, bisschen tralala. Aero-Impuls. Barrett kann einmal. Feuerstoß hat er wieder zur Verfügung. Das ist schön, ich müsste auch gleich heilen.
Deswegen wäre es ganz gut, wenn wir den vorher vielleicht down kriegen. Lass mich mal. Bevor die erste Person hier von uns abnippelt. Hä? Okay. Also ich komme... Ja, dieses Ausweichen, Angreifen ist eigentlich voll simpel, aber ich komme immer wieder auf die falschen Tasten irgendwie. Nicht übertreiben. So, tiefer... Ah ne, tiefer steuere ich jetzt gar nicht mehr. Die ist mir nämlich zu low mit ihrer Energie gerade. So, aber Barrett kann hier nochmal maximale Wut rausballern. Zieh dich zurück. Oh komm, Cloud, ey, mach irgendwas Sinnvolles. Wir haben jetzt drei Balken. Es muss eigentlich alles auf eine Karte. Und das war's. Wenn's der wirkliche Kondor war, der richtige, echte. Oh je, und nun? Hä? Was nimmst du mit? Was ist das denn? Das Fleisch der Kuh. Sehr interessant, diese Perspektive. Das merkwürdige Gemüse. Ich würde eigentlich schon die Kuh mitnehmen. Weil wir damit ja... Ja, das ist jetzt die Frage, womit locken wir den Kondor an? Mein erster Impuls war, die Kuh mitzunehmen. Ist bestimmt falsch, weil nur dieses Wesen, was wir gerade besiegt haben, Kühe frisst. Aber kann man das hier langfristig verkacken? Rindfleisch. Und die anderen Sachen kriegst du jetzt tatsächlich nicht. Oder der Kondor, den man hier noch bekämpfen muss. Das muss man hier direkt zurückbringen. Kurze Theorie war gewesen, dass je nachdem, was du am Futter vorlegst, dass der Gegner, der dich dann erwartet, abweichende Stats oder sowas haben wird. So. Da seid ihr ja wieder. Hoffe, ich habe euch nicht zu sehr rumgescheucht. Legt das Futter am besten dort oben hin. Oh, das sieht aber herrlich aus. Also, wenn unser Kondor da nicht zugreift. Also wird's doch ein lieber Kondor sein, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt nochmal kämpfen müssen. Ach, einfach zu schön, überall den Himmel sehen zu können. Jedenfalls besser, als eine Stahlplatte anzustarren. Irgendwie wirkt er auch unheimlich in seiner endlosen Weite. Langsam verstehe ich, was Aris meinte. Ja, irgendwie. Oh, da oben! Hm? Oh. Unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass der Kondor so nah rankommt. Oh! Oh, schnell, ein Foto! Das müssen wir festhalten! Natürlich, sofort! Oh, das perfekte Motiv! Schnell, bevor sie wegfliegt! Bitte lächeln! Genau! Die guten alten Polaroids. Ist ein gutes dabei? Ich war leider viel zu aufgeregt. Es kam so plötzlich. Also, mir gefällt dieses hier sehr gut. Jetzt seht euch das an, so ein breites Lächeln. Und genau für Überraschungen wie diese lohnt es sich definitiv, unsere Kondordame zu beobachten. So, dann halten wir mal unsere Beobachtung von heute fest. Und das nächste Treffen will auch geplant werden. Ja. Vielleicht sollten wir auch einen kleinen Fotokurs machen, oder? Ja. Hier, bitteschön, als kleines Andenken. Wie du guckst. Der ist wirklich voll süß geworden. Also das, was man in diesem kleinen Ausschnitt gerade gesehen hat.
Gut, ihr Lieben, ich bin jetzt schon bei über einer Stunde Aufnahmezeit, aber dadurch, dass ich am Anfang so schludrig war, ist das, denke ich, nur fair, hier die ein oder andere Minute hinten dran zu hängen. Wir werden uns beim nächsten Mal an genau dieser Stelle wiedersehen. Ich werde mich keinen Millimeter vom Fleck bewegen, bedanke mich fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!